Jetzt werde ich euch aber mal den Hintern fissolen. Und zwar überzeugte folgende grüne Bohnensalat nicht nur durch seine Orangen und seine bittere Note, sondern auch durch den Feta und seine Cremigkeit. Zieht es euch rein, es ist echt geil geworden. Eigentlich brauche ich euch gar nicht erzählen, dass grüne Bohnen oder Fisolen, wie man sie in Österreich nennt, für uns gesund sind. Das sieht man ja sofort an ihrer Farbe. Bevor ich jedenfalls mit dem Rezept beginne, gibt's bei mir erstmal eine kleine Bastelstunde. In dieser Stunde probiere ich aus einem Stück Backpapier annähernd einen Kreis auszuschneiden. Wie gesagt, annähernd. Danach kommt jedenfalls mein Brett auf die Arbeitsfläche und ich entferne die Stängel bzw. die holzigen Enden der Fisolen mit meinem Beil. Und wenn alle Bohnen entstängelt sind, stelle ich schon meinen Topf mit Wasser auf den Herd und drehe ihn volle Pulle auf. Während das Wasser im Topf aufheizt, kann ich schon meinen Bambusdämpfer darauf platzieren und ich lege mein ovales Backpapier sanft hinein. Über das Backpapier lasse ich jetzt natürlich meine entstängelten Bohnen plumpsen. Um das Versiehen in den grünen Bohnen unschädlich zu machen, schließe ich das Ganze jetzt mit dem Deckel, um die Fisolen für mindestens 10 Minuten ordentlich zu dämpfen. Was? Versiehen ist eine für uns Menschen giftige Eiweißverbindung, die in vielen Obst- und Gemüsearten vorkommt und die Pflanze ursprünglich vor Fraßfeinden schützt. Rohe Bohnen enthalten besonders viel des Gifts. Hohe Hitze kann aber diese Proteinverbindungen lösen und somit unschädlich machen. Also Vorsicht, leichtes oder zu kurzes Dämpfen reicht bei Fisolen nicht aus. Dann gibt's Blähungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sie natürlich auch kochen. Aber durch das Dämpfen behalten die Fisolen trotzdem ihre Knackigkeit und ihre schöne grüne Farbe. Und durch das Dämpfen im Bambusdampfer erhalten sie zusätzlich noch ein einzigartiges Aroma. Jedenfalls schmeiße ich die gegarten Fisolen nachher in mein Sieb, um sie dort kalt abzuspülen, was sie davor bewahrt, weiter zu garen. Jetzt ab damit auf meinen Teller, wo ich die Bohnen gleich mit etwas Zitronensaft beträufel, damit sie ihre schöne grüne Farbe behalten. Außerdem reibe ich mit der kleinsten Reibe der Welt noch etwas Orangenschale, na komm, trau dich, und ein kleines Stück Ingwer über die Fisolen. Und ein bisschen was von meinem Finger. So kann ich die grünen Kollegen jetzt zur Seite stellen, um Platz für mein Brett zu machen. Von der Orange schneide ich jetzt von oben und unten die Schale grob ab, so dass eine gerade Fläche entsteht. Dann lege ich sie wieder auf den Bauch und schneide die Schale rundherum in Spalten. Jetzt brauche ich nur noch mit meinem Daumen unter die Schale jeder einzelnen Spalte zu fahren und kann sie einfach abziehen, bis die Orange irgendwann komplett geschält ist. Mit meinem Schwert halbiere ich sie dann noch einmal und entferne den harten weißen Teil in der Orange. Jetzt schneide ich sie nur noch in ihre natürlichen Spalten, bevor ich sie dann drittel und ich solche Stücke vor mir liegen habe. Zeit also wieder meine grünen Stäbchen auf die Arbeitsfläche zu stellen und meine orangen Stücke darüber zu schmeißen. Jetzt brauche ich nur noch den Salat anzumachen. Hallo Fisol, habt ihr heute doch was vor? Und danach mit ein paar Spritzern Olivenöl, einem Küsschen weißen Balsamico und einem Teelöffel nicht ganz so flüssigen Honig zu garnieren. Einmal kurz durchmischen, eine Prise Salz darüber und schon kann ich meinen Feta über den Salat zerzuzeln. Abschließend lasse ich noch ein paar Chiliflocken darüber fliegen und das nicht nur fürs Auge. Aber trotzdem, seht euch das an. Sieht dieser Salat nicht fantastisch aus mit seinen vielen Farben? Ich finde schon und deshalb muss ich ihn probieren. Okay, dieser Salat hat es in sich. Die knackigen grünen Fisolen mit dem Meersalz und dem Dressing alleine sind schon ein Hit. Hinzu kommt noch die leicht bittere und süße Note der Orange. Der Feta schließt für mich die Lücke zwischen den grünen Bohnen und der Orange mit seiner allseits bekannten Cremigkeit. Es bleibt mir also nichts anderes zu sagen als, dieser grüne Bohnensalat mit Orangen und Feta ist einfach genial. Wenn euch mein Selbstgespräch über Fasin gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Somit sage ich Ciao und bis nächste Woche, ihr Wachtelbohnen.